Gregorio merkt, dass Pablo die ganzen Änderungen gemacht hat. Was das für Sie? Also bei der letzten Choreo waren wir nur so gut, weil Pablo uns geholfen hat. Was? Sie war die beste Lehrerin, die ich je hatte. Das bezweifle ich. Ich mag sie wahnsinnig gern und außerdem brauche ich sie. Und an ihr zu zweifeln erlaube ich dir nicht. Möglicherweise zieht der Mann es in Betracht, jemanden zurückzuholen. Und zwar Angie. Wir unterzeichnen den Vertrag und damit ist das Geschäft abgeschlossen. Wenn du Angie wieder zurück ins Haus holst, dann kannst du mich für immer vergessen. Das hast du mit Absicht gemacht. Nein, 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 nein. Ab morgen bist du von der Schule verwiesen. Ich will dich nie mehr sehen. Du gehst in den Tanzraum und bemalst die Wand mit etwas, worin mein Name vorkommt. Und dann gehst du wieder zurück und nimmst die Farbe und den Pinsel und steckst sie in den Rucksack von Thomas. Nein, 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 ich muss es machen, sonst sagen sie wieder, dass ich ihnen einen Gefallen schulde. Du und Violetta, seid ihr noch zusammen? Ja, warum? Naja, eben war Broadway hier und hat mich nach ihr gefragt. Ich verstehe wirklich nicht, was hier los ist. Wir beide proben gerade, okay? Und auch sonst wäre es nicht dein Problem. Sein Problem nicht, aber meins. Du sagst, wenn wir zusammen sind, verletze ich dich. Und wenn wir nicht mehr zusammen sind, tut es trotzdem weh. Marco, das war doch Maxi, oder? Was ist los mit ihm? Wieso geht er mir aus dem Weg? Aber du hast Gefühle für sie und ihr geht es ebenso. Dann wäre es doch das Allerbeste, wenn ihr euch endlich alles sagt. Ich konnte es nicht kontrollieren, so starke Gefühle für dich zu haben. Und ich glaube, dass es dir genauso geht. Was machen wir jetzt? Papa! Dein Papa wollte dich überraschen und dank Papilein haben wir es geschafft. Danke. Vielen Dank, Ludmila.